Und heute bei Sport Insight, hart an der Grasnarbe. Zehntausende Schiedsrichter pfeifen Woche für Woche auf Deutschlands Fußballplätzen. Nur die wenigsten in den glamourösen Ligen. Sport Insight begleitet 4 Referees bei ihrem Einsatz dort, wo Fußball noch ehrlich scheint. Auch dank ihnen. Und jetzt die Würde des Geldes. Wie der Sponsorendeal des FC Bayern München mit Qatar Airways auf vielen Ebenen weiter für Kritik sorgt. Irgendwo in Europa treffen wir eine junge Frau. Sie will unerkannt bleiben. Wir nennen sie Anna. Sie arbeitete einige Jahre als Flugbegleiterin bei Qatar Airways, einem Staatsunternehmen, das sich gern weltoffen gibt. Sie ist im Unterschied zu anderen ehemaligen Mitarbeitern bereit, vor unserer Kamera zu sprechen. Obwohl ihr Verhältnis zum ehemaligen Arbeitgeber immer noch angstbesetzt sei, schildert sie uns ihre Erfahrungen. Arbeiten bei Qatar Airways, das ist wie moderne Sklaverei. Es zählt nur die Arbeit. Es gibt keinen Raum für ein Privatleben, weil das Unternehmen dich ständig und überall kontrolliert. Qatars Fluggesellschaft ist neuer Platin-Partner des FC Bayern München. Seit dieser Saison einer der wichtigsten Sponsoren des deutschen Rekordmeisters. Stolz wirbt der Wüstenstaat in Imagefilmen mit den Münchnern, hat die Beziehungen seit Jahren stetig ausgebaut, Lufthansa abgelöst. Dieses Sponsoring lässt Qatar Airways sich angeblich über 10 Millionen Euro pro Saison kosten. Laufzeit 5 Jahre. Doch die Fluglinie ist auch seit langem umstrittener Arbeitgeber. Einer von vielen Vorwürfen, totale Überwachung. Sie beobachteten dich überall in den Räumlichkeiten von Qatar Airways, einschließlich der eigenen Unterkunft, mit Kameras und ID-Karten. Wenn du irgendwo hingehen wolltest, musstest du die Karte durchziehen und eine Kamera ging an. So konnten sie dein Gesicht sehen und wussten genau, wann du zurückkommst. Sport Insight liegen Inspektionsprotokolle der Unterkünfte von Mitarbeitern vor. Qatar Airways gibt uns kein Interview. Teilt schriftlich mit, Wohnraumkontrollen seien nur zu Wartungszwecken und mit Genehmigung erfolgt. Es gäbe keine Überwachungskameras in einzelnen Wohnungen und Schlafräumen. Nur generell aus Sicherheitsgründen. Arbeitgebern gibt das Kafala-System alle Rechte. Sie bürgen für ausländische Arbeitnehmer, können die Abschiebung veranlassen oder Ausreise verhindern. Auch Anna hat während ihrer Zeit in Katar ihre Erfahrungen gemacht. Dann bekam ich zu spüren, was Kafala bedeutet. Sie haben meinen Pass für etwa eine Woche mitgenommen und ich hatte solche Angst, dass sie mich vielleicht nicht aus diesem Land rauslassen. Sie können mit dir machen, was sie wollen. Es war sehr beängstigend, als sie mir meinen Pass weggenommen haben. Ob das, was Anna uns schildert, auch allgemeine Praxis bei Qatar Airways sei, beantwortet uns die Fluggesellschaft nicht. Seit Jahren gibt es Kritik an den allgemein schlechten Arbeitsbedingungen für Migranten. Nur auf den WM-Baustellen hätte sich die Lage verbessert, sagen Experten. Insgesamt sterben auf allen Baustellen des Landes nach offizieller Statistik mehr als 1.500 Arbeiter im Jahr. Viele leben weiter unter unwürdigen Bedingungen. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, ein erklärter Freund Katars, wurde zur Zielscheibe der Bayern-Fans. Wegen seiner Äußerung, der Fußball habe das Leben der Arbeiter in dem Land verbessert. Der Deal mit Qatar Airways, das rund um den FC Bayern sehr präsente Sponsoring, steht vereinsintern weiter in der Kritik. Christian Nandelstedt ist Vereinsmitglied und einer der bekanntesten sportpolitischen Blogger rund um den FC Bayern. Und ich wünsche mir irgendwann in naher oder ferner Zukunft einen FC Bayern, der ein Land für sein Wintertrainingslager findet, in dem nicht nur das Wetter warm und die Trainingsbedingungen gut, sondern auch die Menschenrechte geachtet werden. Die Reaktion des Vereins war zunächst gut. Ich hatte ein sehr ausführliches Gespräch mit Uli Hoeneß im Nachgang zu dieser Mitgliederversammlung. Dort haben wir auch offen über das Thema Katar diskutiert. Und er hat mir seinen Standpunkt mitgeteilt. Und er ist der Meinung, dort nicht hinzufahren, das zu boykottieren, würde an der Situation vor Ort nichts verbessern. Deswegen hält er es für den richtigen Weg, wie er wörtlich sagte, hinfahren und vor Ort die Dinge ansprechen. Doch solange das nicht an die Öffentlichkeit gerät und man nichts erfährt, was dort wirklich angesprochen wird, ob dort irgendetwas angesprochen wird, fehlt mir da die letzte Glaubwürdigkeit. Offenbar ignorierte der Verein Warnungen von außen. Im Winter 2016 wandten sich die Bayern an das Bundeskanzleramt. Wollten sie sich hier die Absolution holen für den Ausbau der umstrittenen Partnerschaft? Das Bundeskanzleramt verwies an die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
Deren Europabüro teilte dem FC Bayern mündlich seine ernsthaften Bedenken in puncto Arbeitnehmerrechte in Katar mit. Davor gab es internen Mailverkehr bei Human Rights Watch zur Anfrage der Münchner, der Sport Insight vorliegt. Demnach stelle der Deal mit Katar eine ernsthafte Gefahr für den Ruf des Vereins dar. Der FC Bayern beteilige sich an Reputationswäscherei. Human Rights Watch empfiehlt den Bayern, zum Beispiel beim jährlichen Trainingslager in Doha, öffentlich auf Menschenrechtsverstöße hinzuweisen. Die aktuelle Zurückhaltung der Münchner stößt auf Kritik. Das Schweigen eines so großen Fußballclubs ist für mich überhaupt nicht zu verstehen. Und es ist wichtig, dass die Bayern hier ihrer Verantwortung gerecht werden, sowohl durch die Verantwortung, die ihnen durch die UN-Richtlinien für Wirtschaft und Menschenrechte vorgegeben werden, als auch dadurch, dass sie in der Gesellschaft so eine zentrale Rolle als größter nationaler und einer der wichtigsten internationalen Fußballclubs spielen. Anna jedenfalls weiß bis heute nicht, welchen Fehler sie gemacht hat. Sie wurde von einem Tag auf den anderen gekündigt und abgeschoben. Ohne Begründung, wie sie sagt, nach vielen Jahren bei Qatar Airways. Die Fluggesellschaft legt auch in Werbevideos großen Wert auf die Präsentation ihrer Flugbegleiterinnen. Ist aber auch bei Gewerkschaftern bekannt für Kündigungen aus geringem Anlass. Wie Rauchen in der Öffentlichkeit, Essen von Schweinefleisch oder bei Schwangerschaft. Das Recht, Schwangere zu kündigen, bis 2015 sogar offiziell in Arbeitsverträgen verankert. Das Unternehmen will keine Schwangeren, keine Mitarbeiter mit Familie. Denn das Kabinenpersonal soll sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Wie Roboter tun, was das Unternehmen von ihnen verlangt. Viele Mitarbeiterinnen, die schwanger wurden, haben einfach abgetrieben. Es gab da bestimmte Kliniken, bei Zwischenlandungen passierte das. Einige von ihnen wollten vielleicht ein Baby, aber sie hatten zu viel Angst, den Job zu verlieren. Qatar Airways sagt, die Verträge sehen keine automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses allein aufgrund einer Schwangerschaft vor. Insgesamt beruhten alle Vorwürfe missverständlich auf historischen Anschuldigungen. Doch trotz der heilen Welt, wie in diesem Werbevideo dargestellt, wurde Qatar Airways 2015 von den Vereinten Nationen für den Umgang mit weiblichen Angestellten an den Pranger gestellt. Nach dieser UN-Kritik sei manch frauenfeindlicher Passus in offiziellen Verträgen getilgt worden, sagen Gewerkschafter. In der Praxis habe sich aber nicht viel geändert. Bis heute gäbe es Beispiele für Diskriminierung, wie eine Heiratsgenehmigung, die Angestellte einholen müssen. Aus einwanderungsrechtlichen Gründen, sagt Qatar Airways. Die Internationale Transportarbeiterföderation, eine weltweite Allianz von 600 Gewerkschaften, sieht die Arbeitsbedingungen weiter kritisch. Also wenn Sie Ihre Reisepapiere abgeben und wenn Sie voll überwacht werden vom Arbeitgeber mit Kameras und mit Videos, wie wir auch Informationen bekommen, dass es so ist, haben Sie sozusagen ein sklavenähnliches Dienstverhältnis, weil ich Sie sozusagen immer beobachten kann, ne? Und dann auch dementsprechend bewerten kann, wie Ihr Verhalten ist, ne? Dort gibt es kein Arbeitsrecht. Punkt. Keine Rechte für Arbeitnehmer? Bei einem der Top-Sponsoren des FC Bayern? Auch auf unsere konkreten Fragen zur Kritik der Gewerkschaften, dem Umgang mit Angestellten, äußert sich der deutsche Rekordmeister nicht. Man stehe aber mit den Partnern in Katar in regelmäßigem Austausch, der das Thema Menschenrechte und die Rechte von Arbeitnehmern einschließt. Wenn ich mir anschaue, wie Schwangere bei Qatar Airways in der Vergangenheit behandelt wurden und wie sie noch jetzt behandelt werden, indem man sie einfach rausschmeißt, wenn sie schwanger werden, statt dass man sie speziell schützt, dann ist das ein Reinwaschen. Und das ist sozusagen das, was Qatar Airways mit den Millionen, die sie in den FC Bayern generieren will. Und der Vorstand des FC Bayern unterstützt das. Den Bayern war nach eigener Aussage klar, dass der Deal Kritik hervorrufen würde. Auch wegen der Vereinshistorie. Wie passt das zusammen? Einerseits die Pflege der Vergangenheit. Mit Kurt Landauer, dem jüdischen Vereinspräsidenten, von den Nazis verfolgt. Andererseits für viele Fans Verrat an den eigenen Werten und Wurzeln. Die Partnerschaft mit einem Land, das israelfeindliche Terroristen unterstützt, keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält, dessen Bürger in Katar unerwünscht sind. Für den Präsidenten der jüdischen Maccabi-Sportvereine Alon Meyer schlicht Doppelmoral. Deutschland berühmtester, bester, qualitativ bester Verein wirbt
für ein Regime, für ein totalitäres Regime, das nicht nur antisemitisch, auch wirklich radikal fremdenfeindlich ist. Ich weiß nicht, ob das Andenken damit beschmutzt wird, weil ich glaube, dass der FC Bayern viel dafür tut, das Andenken wirklich hoch und aufrecht zu halten. Das möchte ich nicht verübeln. Aber das steht eben in einem krassen Gegensatz, das eine mit dem anderen. Wie kann ich das Gedenken hochhalten und trotzdem komplett konträr heutzutage handeln, nur in Anführungsstrichen, weil das große Geld lockt? Die Bayern antworten nicht auf unsere Frage, wie sie die Kritik an der moralischen Diskrepanz sehen. Jüdische Traditionspflege zum einen, Geschäftsbeziehungen nach Katar zum anderen, wo es seit Jahrzehnten verboten ist, mit Israelis Handel zu treiben. Wer gegen diesen Boykott verstößt, kann mit mehreren Jahren Arbeitslager bestraft werden. Shimon Stein war bis 2007 israelischer Botschafter in Deutschland. Er ist großer Fußballfan und wünscht sich eins vom FC Bayern. Bei allem Respekt für den geschäftlichen Teil hätte ich mir gewünscht, dass das Thema Menschenrechte, Ausbeutung der Arbeiter, die jetzt am Flughafen in Doha beschäftigt sind, dass dieses Thema angesprochen wird als etwas, was für Bayern München sehr wichtig ist. Katar und seine Staatsunternehmen. Weltweit im Sport unterwegs. Als FIFA-Sponsor. Sponsor von Großclubs. All das trage zur Menschlichkeit bei, schreibt uns das Unternehmen. Anna, die ehemalige Flugbegleiterin, hat in den Jahren bei Qatar Airways ein anderes Bild gewonnen. Was auch immer sie tun, sie wollen immer das schlechte Image von Qatar Airways zudecken. Darum sponsern sie auch Fußballteams. Diese Vereine wollen gar nicht wissen, was in diesem Unternehmen vorgeht. Hier spricht nur das Geld. Das Geld spricht. Und fast möchte man dem FC Bayern zurufen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hart an der Grasnarbe. Zehntausende Schiedsrichter pfeifen Woche für Woche auf Deutschlands Fußballplätzen. Nur die wenigsten in den glamourösen Ligen. Sport in Zeit begleitet 4 Referees bei ihrem Einsatz dort, wo Fußball noch ehrlich scheint. Auch dank ihnen. Arschkarte. Jedes Wochenende mittendrin. Hallo! Hallo! Hey, hey! Fußballspieler, wenn die im Trikot über die weiße Linie gehen, dann lassen die alle die Gehirne in der Kabine. Huber, ich sehe euch, ich sehe dich auch. Weg! Wenn man ganz großes Pech hat, kriegt man vielleicht sogar noch was auf die Nüsse. Ey. Torwart, bitte einmal die Hände freimachen. Ob dein Schlachring unter ist? Nein, ist kein Dürr. Ich hab das so ein Eigen. Oh. Schiedsrichter im Amateurfußball. Die letzten wahren Helden. Sonntagmittag, Jonah Besong muss los. Einsatz an der Pfeife. Der 20-Jährige steht bereits im Perspektivkader für die Oberliga. Diesmal geht es zu einem Problemspiel in die Kreisliga A, 9. Liga. Ein Lokalderby in Duisburg. Die Großenbaumer Sportgemeinschaft empfängt den SV Warnheim 1900. Die Plätze der beiden Vereine liegen nur 10 Autominuten voneinander entfernt. Jona weiß um die Brisanz. Also bei den Derbys in Duisburg ist meistens so ein bisschen, ich sag mal, Feindlichkeit dabei. Viele kennen sich untereinander, sind aber alle irgendwo ihrem Verein immer treu. Und deswegen will dann natürlich immer jeder gewinnen und dann später in den sozialen Netzwerken schön zeigen, hör mal hier, wir sind die und die Mannschaft und wir haben hier im Lokalderby in Duisburg haben wir gewonnen. Warten auf den Schiri. Klassische Kreisliga-Vorbereitung. Neymar auf dem Kabinenspiegel, nicht bekannt für Fairness. Gleich daneben der Strafenkatalog, 20 bis 50 Euro für gelb bis glattrot, wegen Dummheit, wohlbemerkt. Schlagen oder treten während des Spiels machen 75 Euro. Ja, guten Tag. Alles gut? Wie geht's dir? Wachablösung nebenan in der Schiedsrichterkabine. Jona hat vor 6 Jahren die Seiten gewechselt. Vom Spieler zum Spielleiter.
andere Sitten, anderes Ambiente. Das Schiedsrichterwesen hat Nachwuchsprobleme. Jonas sticht hier heraus. Er will sogar ganz oben angreifen. Ich sag mal, der große Traum, wie auch jeder kleine Fußballer vielleicht davon träumt, irgendwann Profifußballer zu werden, ist bei mir, irgendwann wirklich im Rampenlicht zu stehen in der Bundesliga und auf dem Platz in dem Stadion mit 40.000, 50.000 Zuschauern zu pfeifen. Den Traum, genau dann hier das DEKRA-Abzeichen drauf zu haben, das DFB-Zeichen hier auf der Brust, das wäre auf jeden Fall der große Traum. Ins Rampenlicht, mit der Pfeife. Davon träumt auch Cynthia Günther. Die 21-Jährige spielt noch selbst in der Kreisliga beim TuS Harpen. Sie ist aber auch gleichzeitig eine von 7 Schiedsrichterinnen im Fußballkreis Bochum. Sie pfeift bereits in der Bezirksliga der Herren. Man muss ein bisschen schlagfertig sein, ne? Da kommt zwischendurch mal der kleine Assi aus mir raus, ne? Und dann wissen alle, wo der Hase herläuft. Cynthia ist seit 3,5 Jahren Schiedsrichterin. Es geht zur Eintracht Grumme gegen Adler Riemke, die Zweite. Warum sucht sich eine junge Frau das aus? Also, wenn ich jetzt mit Freunden reden würde, würde ich jetzt sagen, ich habe Spaß daran, den Macker raushängen zu lassen. Aber so als Frau sich bei 22 Männern mal durchzusetzen, ist schon ganz witzig. Ihr hattet den längeren Anfahrtsweg? Schwarz oder Rot? Rot. Alles klar. Schwarz gewinnt, habt ihr gesagt mal? Alles klar, dann habt ihr den Ball. Gutes Spiel. Anpfiff. Auch für Heinz Hässling. Früher Linienrichter in der zweiten Liga. Mittlerweile klare Linie ganz, ganz unten. Hallo, wisst ihr, was ihr gesehen habt? Das habe ich gepfiffen. Hier, das. Elfmeter war klar? Elfmeter war ganz klar. Schritt zu spät, kann passieren. Der kriegt doch den Ball. Und Mann, das ist ein Gelb, das ist nicht nötig. Das ist Dummheit. Ja, der kommt wieder hoch. Nee, also Gelb ist klar. Manchmal wollen sie zwar das letzte Wort haben, aber das kriegen sie bei mir nicht. Das kriegen sie nicht. Cynthia Günther hat ihre Partie im Griff. Spiel weiter Fußball, hör da jetzt auf mit der Scheiße. Hat sie super gemacht, gut viel gesprochen, das ist immer wichtig, finde ich. Und ja, klare Linie gehabt. Rauer Ton. Erst und letztes Mal, dass du so reingehst, ja, ein bisschen runterfahren. Ruhe im Karton. Sie labern mir die ganze Zeit einen Keks an der Backe über meine Entscheidungen und machen dann so ein Ding. Runterfahren. Lass die Scheiße sein, ja? Zum zweiten Mal ja, aber du bist mit deinen Füßen unten auch zugange. Sie hat eine Art und Weise, mit den Leuten umzugehen, die angemessen ist, aber auch mit einem großen Nachdruck versehen ist. Also der Handlungsspielraum der Spieler ist dann eigentlich nicht allzu groß. Bis Mitte dieses Jahres waren 57.420 Schiedsrichter für den DFB im Einsatz. Tumulte, Rudelbildung, Spielabbrüche, alles dabei. Gehst auch weg. Du kannst schon mal weg. Danke. So, du rastest aus, unsportlich, gelb. Jona Besong hat beim Kreisliga-Derby in Duisburg alles im Griff. Hast du schon? Nee, ne? Dann kriegst du jetzt. Selbst in brenzligen Situationen. Das müssen sogar Rotsünder später anerkennen. Ey, das ist doch. Ey, schieß dich da. Der kommt, der steht doch hier, kommt doch von der Seite. Hey, ist doch scheißegal, der läuft ganz alleine drauf zu. Notbremse, rote Karte. Was geben Sie dem Schiedsrichter für eine Note? Es ging, geht um mich, er hat trotzdem richtig entschieden, rote Karte. Ich habe ihn als letzter Mann getroffen und dann ist eine Eins. Ist halt so. Letzter Konter. Es kommt noch richtig Hektik ins Spiel. Zwei Warnheimer Spieler rasseln zusammen, ein doppelter Kieferbruch, die Folge. Der verletzte Spieler bleibt liegen. Großenbaum spielt weiter und erhöht auf 3:1. Jetzt ist Jona gefordert. Ja, von deinem eigenen Spieler aufzuschreien! Von deinem eigenen Spieler, Mann! Tätigkeit des Torwarts. Hey, 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 Torwart, komm her, Torwart, komm her, komm her. So, du gehst raus, ins Gesicht, lass den runter vom Platz, raus, komm. Bleib ruhig da. So, weg. Ja, das war dein eigener Spieler, nein! Hey, 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 was ist los? Was ist los? Hey, geh runter vom Platz! Runter vom Platz! Was ist los hier? Sei ruhig, sei ruhig! Da ist doch schon der Kollege von euch da! Ja, nein, muss ich nicht! Und jetzt geh weg! Sei ruhig! Runter! 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 Vom eigenen Spieler war das! Puh. Hartes Spiel auf jeden Fall gewesen. Für mich auf jeden Fall. Viele schwierige Einzelszenen dabei gewesen. Vieles zu bewerten, viele Zweikämpfe, auch viele Unsportlichkeiten leider heute dabei gewesen. Das Spiel hatte auf jeden Fall absoluten Derby-Charakter in der zweiten Halbzeit. Wenn die weiterspielen, musst du abpfeifen. Nein, muss ich nicht. Ja, meine. Muss ich nicht. Ich
Und das war für mich keine Verletzung, wo ich einen Krankenmann rufen muss. Dann muss ich abpfeifen. Guck mal, wie der aussieht. Der ist draußen. Ja, aber der lebt, oder? Wannheims Marcel Müller ist auf dem Weg ins Krankenhaus, glücklicherweise gleich nebenan. Auf der Schiedsrichterkarte stehen die vergangenen 90 Minuten, zusammengefasst auf wenigen Quadratzentimetern. 8 gelbe, 2 rote Karten und ein doppelter Kieferbruch. Jonas Beson bekommt am Ende Fahrtkosten inklusive 22,40 Euro für seinen Einsatz als Schiedsrichter.